Ah, die Sonne. Willkommen zu einem neuen Projekt von... Nee, von mir, von Lapscha. Und zwar The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und der Bildschirm ist, also das Mikrofon, ja, das neue Mikrofon von mir ist erstmal 5, 10 cm weg von mir. Und der Bildschirm einen halben Meter, ja. Und das ist einfach so ein krasses Bild. Der Bildschirm ist zwar nicht so riesig, aber ist einfach genial. Moment, das könnte jetzt etwas wackelig werden. Ich spiele nämlich, ja, ich musste gerade was am Lautstärkeregler meiner Gamepad-Dingsbums ändern. Ja, ich spiele mit dem Gamepad-Trailer. Ich habe das schon mal hier angefangen. Wie ihr seht, im Oktober 2013 habe ich das mal angefangen, ja. Dachte ich mir, nee, ich habe ja noch voll viele Projekte gehabt. Ich hatte ja kurz davor Zelda Skyward Sword beendet. Jetzt mache ich aber ein neues Let's Play. Wie muss ich da jetzt... Ach, okay, so. Ja. Also, nachdem wir jetzt auch Mario Galaxy, also nachdem ich jetzt Mario Galaxy beendet habe, wollte ich ein neues Projekt haben, etwas Neueres, etwas Aktuelleres. Und da hatte ich als Auswahl, Moment, Mikrofon, ja, hier. Als Auswahl hatte ich einmal Pikmin 3. Sorry, Pikmin 3. Moment. Da jetzt. Okay. Einmal Pikmin 3, dann hatten die... Azuras Wrath hatte ich ja schon. Warte, gibt es einen anderen Modus? Nein! So gut bin ich nicht. Das Spiel habe ich noch nie gespielt. Ich muss zugeben, ich hatte das Spiel mal vor 2002. Wie alt war ich da? Da war ich 4 oder 5. Ja, und habe das dann mit meinem Cousin zusammengespielt. Dies ist eine der vielen Sagen und Legenden, die sich die Menschen überliefern. Vielleicht sollte ich meine epische Stimme reinballern. Es war immer vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich, von dem man sagte, die Kräfte der Götter würden ihn in ihm ruhen. Sorry. Sprachfehler. Hä? Dieses Land war gesegnet mit der Frische, lebendigen Grüns und idyllischer Natur. Aber der Böse, das Böse hatte sein Auge drauf gerichtet und raubte die Kräfte der Götter. Durch diese dunkle Mächte wurde das Königreich in die Finsternis gestürzt. Doch als es so aussah, als wäre das Ende gekommen, tauchte plötzlich ein Jüngling, gewandet im Grün der Wiesen, aus dem Nichts auf. Der Jüngling schwang sein heiliges Schwert und bannte damit das Böse. Das Licht der Hoffnung erleuchtete das Königreich wieder. Das Volk nannte den Jüngling, der die Grenzen der Zeit überwunden hatte, den Helden der Zeit und überlieferte seine Geschichte. Generationen vergingen und seine Abenteuer warfen sich mit der Zeit den Mantel der Legende über. Ich könnte mich täuschen, aber ist das die Geschichte von Ocarina of Time? Kann das sein? Doch dann wurde das Königreich erneut in den Sog der Tragödie gezogen. Denn ich bin ja jetzt nicht so in dieser Legend of Zelda Timeline dabei. Ich habe ja bis jetzt nur zwei Spiele gespielt. Das Böse, das der Jüngling vermeintlich gebannt zu haben schien, kroch einmal mehr aus den Eingeweiden der Erde hervor. Das Volk des Königreiches glaubte fest daran, dass der Held der Zeit zurückkommen würde. Doch er kehrte nicht wieder. Doch kehrt er nicht wieder, was? Ist das Deutsch? I don't know. Hilflos standen die Menschen dem Bösen gegenüber. Ihnen blieben nur ihre Gebete. Schließlich blieb ihnen kein anderer Ausweg, als ihr Schicksal in die Hände der Götter zu legen. Amen. Sorry. Was danach aus dem Königreich wurde, davon weiß heute niemand mehr zu berichten. Ist das Königreich vielleicht Hyrule? Die Erinnerungen an das Königreich mögen verblassen, aber die Legende wird vom Wind getragen und ist noch nicht vergessen. Wind Waker. Es gibt eine Insel, auf der es Brauch ist, einem Jungen ein grünes Gewand zu überreichen, so er ein bestimmtes Alter erreicht.
Der Wind, der über das Grün der Wiesen streicht, erfüllt sein Herz und wie ein Wirbel schwingt er sein Schwert gegen das Dunkel. Der Wunsch, dass er so wird wie der Held aus der Legende, voller Mut und Tatendrang, liegt wohl diesem Brauch zugrunde. Geht es endlich mal los hier? Jawohl! Boah, Alter, diese Farben, die sind echt krass. Ich muss schnellstens was ändern, weil... Präludien. Denn ich habe immer noch keinen Sound bei mir. Ihr könnt Sound hören, aber ich noch nicht. Weil wenn ich Sound hätte, dann würde ich das überspielen, weil das Mikro sich das dann hört. Ich muss das irgendwie über die Kopfhörer hören. Das geht ja irgendwie nicht. Lapscha! Hallo, wo bist du? Oh, schön, der Vogel. Ist das vielleicht die Zelda? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Lapscha! Ich habe das Spiel... nur zugeschaut, also halt passiv gespielt, ne? Damals auch in Let's Plays kurz reingeguckt, aber sonst nie wirklich viel was mit Wind Waker zu tun gehabt. Oh, dieser frische Zwergerling. Lapscha! Och, da bist du ja. Und da zoomt die noch voll in den Arsch rein. Guckt, oh ja, Gott. Oh, geiler Arsch. Hm. Und der schnarcht hier rum. Was ist denn los hier, hä? Oh. Oh. Da bist du ja. Oh. Oh, das Gesicht von Link. Ich könnte mir auch von hier oben aus den ganzen Tag lang erst mehr anschauen. Du Lapscha, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Du bist noch ein bisschen verschlafen, habe ich recht? Hast du etwas vergessen? Heute ist dein Geburtstag. Oh, was? Links Blicke sind so geil. Darum wartet Oma auch schon ganz ungeduldig darauf, dass du endlich nach Hause kommst. Gut, dass ich dich gesucht habe. Lapscha, geh schnell nach Hause und lass Oma nicht so lange warten. Boah, jetzt habe ich schon Bock auf Zelda. Wie gesagt, das ist erst mein zweites Zelda-Game. Skyward Sword habe ich zu 100% mal gespielt. Ah, runter. Ui! Und kein Leben verloren. Link, du bist Hammer. Warte, kann ich ins Wasser? Ich kann ins... Oh, okay, ich kann schwimmen. Wie gesagt, hieß... Ich weiß nicht, wie dieser Look hier heißt. Cell-Shader-Game... Cell-Shading-Grafik, glaube ich, war das. So eine Grafik, die nie veraltet. Das ist so eine Comic-Grafik und der kann ich zustimmen. Ja, die wird nie alt. Man kann immer hier reingucken. Oh, der kann rollen. Meine Fresse. Der kann jetzt schon rollen. Der muss keine Moves lernen wie bei Banjo-Kazooie. Nein, der kann jetzt schon rollen. Hüpfen kann er aber noch nicht. Der kann nur so hüpfen. Jawohl. Ein Unprecedented-Centuria. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Skyward Sword hatte ich zu 100% im Let's Play. Das habe ich bis jetzt zweimal gespielt. Einmal mit euch, einmal alleine, privat. Und wenn ich ein Let's Play mache, versuche ich das auch privat, Quatsch, nicht privat, sondern 100% zu machen. Was willst du? Ich habe einen Wildschwein entdeckt, kannst du es fassen, ein... Oh. Meine Frau ist nämlich ganz wild darauf, ein paar Schweine zu züchten, verstehst du, Lapscha? Hör mir zu! In solchen Fällen darfst du dich nicht wie ein Trampel verhalten. So ein Schwein verfügt nämlich über eine vortreffliche Wahrnehmung. Willst du dich annähern, drücke ZR. Wo ist das? Da. Um dich zu ducken und prische dich mit Hilfe von L ganz langsam und behutsam an. Langsam und behutsam. Auch ein guter Trick ist es, sie zu mit etwas Futter abzulenken. Der wieder schon guckt, ne? Der ist gelb, wie bei von Simpsons. Hast du ein bisschen Bräune abbekommen, ne? Okay, diese Pose ist etwas fragwürdig, ne? Boah. Hat er einen Hummer auf dem Rücken? Warum hat er einen Hummer? Ist das ein Hummer? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich musste mal die Oma. Ist das die Oma? Ist das ein Hut? Mein Gott. Lapscha, halte doch mal ZR gedrückt und sprich mich dann, mich da durchdrücken von der Ahnung. Versuche es mal. So, ZL, wo ist das? Da. Gut. Nein, da. Sehr gut, ausgezeichnet, du bist ein kluger Junge. Es handelt sich hierbei um die Zielerfassung. Indem du ZL drückst, kannst du Personen ansprechen, die weiter wegstehen. Doch nicht nur das, ist niemand in deiner näheren Umgebung, kannst du so deinen Blick nach vorne ausrichten. Diese Funktion ist überaus praktisch. Schreib dir diese also hinter die Ohren. Abgesehen von den vorher erwähnten gibt es aber auch noch einige weitere Einsatzmöglichkeiten der Zielerfassung. Was hältst du davon, wenn ich dir noch ein paar Dinge mehr beibringe? Klettere einfach die Leiter hoch und besuche mich in meinem Zimmer. Wollte ich nicht Oma besuchen? Will aber Oma besuchen, hallo. Boah, den Rotzfahne da, meine Gott. Was sagt der? Du, deine Oma hat dich gerufen. Und meine Mama hat dich auch gerufen. Okay. Wer ist deine Mutter?
I doesn't know anything. Sieh die Oma? Omachen. Wo bist du? Sieh da oben. Da ist meine Oma. Oh, geil. Also nicht Omas geil, ne, sondern dass ich da bin. Lapscha, ich habe auf dich gewartet. Lapscha. Probier doch mal das hier an. Ja, komm, sieh dich um. Wie schnell doch die Zeit vergeht, kaum zu glauben, dass du schon in den Alter bist, um dieses Gewand zu tragen. Oh Gott, Linksblick. Alter, diese Blicke von dir sind so genial. Du hast das Heldengewand erhalten. Es sieht sehr warm aus und gemütlich aus. Jetzt schau dich doch nicht so schlüpf rein. Heute ist der Tag, an dem du dasselbe Alter erreicht hast wie damals. Der Held aus der alten Legende. Es ist doch nur für einen Tag, also sei tapfer. Früher werden die Jungen ab diesem Tag als reif betrachtet und in der Kunst des Schwertkampfs unterwiesen, um sie auf den Kampf gegen das Böse vorzubereiten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und überhaupt der Einzige, der sich auf dieser Insel noch mit der Kunst des Schwertkampfs beschäftigt, ist der alte Vater Orca. Ach du Kacke. Der Schild, den du hier als Wandschmuck siehst, ist noch ein Überbleibsel aus jenen alten Zeiten. Boah, sieht das geil aus. Alter, diese Blicke, ne? Verstehst du? Lapscha, freu dich doch, das Gewand steht dir wirklich ganz ausgezeichnet. Gut, heute Abend bekommen alle Nachbarn, um deinen Geburtstag zu feiern. Ich habe ja noch so viel mit den ganzen Vorbereitungen für die Feier zu tun. Ich koche nämlich heute deine Lieblingssuppe für euch. Ich hoffe, du freust dich. Ach, das wird bestimmt eine ganz wundervolle Feier. Gut, bitte geh und hole deine Schwester Ariel, ja? Ach, das ist meine Schwester. Ich dachte, das wäre Zelda. Gibt's hier Zelda? I don't know. Okay. Oh, immer noch kein Dings verloren. Was kann ich hier machen? Ich kann, glaube ich, hier alles kaputt machen, nicht wahr? Nee, doch nicht. Und die Suppe kocht, jawohl. Lecker Suppe. ich habe mal hier reingeguckt. Also, wo ich das Let's Play angefangen habe, habe ich ja reingeguckt, wie schon gesagt. Und ich bin bis zu Teil 4 gekommen. Ab dann habe ich das Let's Play runtergenommen, weil ich keine Ahnung hatte. Weil... Erstmal, weil ich keine Ahnung habe und zweitens, weil ich das gerade ein anderes Spiel Let's Playen wollte. Das war, glaube ich, der Grund. Ich habe, glaube ich, das angefangen, als ich Pikmin 3 aufgehört habe. Ich sollte die Schwester Ariel holen, ne? Ist sie immer noch da oben? Ja, das ist die. Ja, das Schwimmen wäre jetzt schlecht, ne? Nein, nein. Was ist denn diese Kugel da? Das heißt, Ausdauer oder wie lange ich schwimmen kann? Kann ich jetzt schon sterben oder was? Hallo? Oh. Guck, Link ist ja noch ein kleiner Junge, ne? Und der Typ geht auf ein Abenteuer und kann da verrecken. Was ist das denn? Wie alt ist der? 15? Der sieht aus wie 15. Toon Link ist ja wahrscheinlich so alt wie junger Link. Und wie alt ist junger Link? Wo ist da die Possibility, Jungs? Gut, was ist das für eine Leiter? Runter, nein. Boah, Alter, dieser Arsch von Link, ne? Hat deine Leggings an, weiße Leggings. Ich meine, ein Mädchen sieht das ja ganz hübsch aus, ne? Aber bei Jungs? Boah, was macht denn der die... Ariel, guck mal, hübsches kleines Mädchen, süß. Oh, Lapscha. Hat das Oma für dich gemacht? Naja, aber ich weiß nicht, ist die Sache nicht heiß? Oh, aber es steht ja hervorragend, Lapscha. Schreck doch mal deine Hände aus. Ach, Hitlergruß. Das ist mein größter Schatz und dein Leicht für den ganzen Tag. Alles Gute zum Geburtstag, Lapscha. Oh, ich habe immer eine... Oh. Du hast das Fernrohr geliehen bekommen. Es ist der größte Schatz deiner kleinen Schwester. Pass drauf auf! Lege es im Item-Menü auf. Warte, und riskiere einen Blick. Was? XY. Ja. Du kannst Items auch je nach Bedarf auf dein Gamepad berühren und verschieben. Gamepad. Okay. Ich spiele aber ohne Gamepad. Und freust du dich? Die leihe ich es gerne. Du bist ja schließlich mein großer Bruder und daher was ganz Besonderes. Schau dir doch mal unser Haus von hier aus an. Dann wirst du Augen machen. Gut, ja, wie kann ich jetzt... Nein. Hallo. Brauche ich doch jetzt ein Gamepad oder wie? Ah ne, doch hier. Ja, okay. Habe ich jetzt gemeistert. Und jetzt kann ich auf Y, kann ich das Fernrohr aktivieren. Lapscha, probier doch mal durch Bewegung von Zoom aus. Okay, das machen wir. Das ist unser Haus. Jawohl. Kannst du den roten Briefkasten sehen? Ja, warte, der war doch irgendwo da. Da ist ein Vogel. Ja, kann ich. Und jetzt? Kannst du den roten Briefkasten von unserem Haus sehen? Ja, kann ich. Und jetzt?
wie lange soll ich noch drauf sitzen? Hallo? Kann doch nicht weiter... Hey. Nur der Postbote verhält sich aber irgendwie komisch. Was ist da los? Labscher, sieh doch mal nach oben. Ja, ich kann nicht nach oben sehen, da. Oh. Das ist ein geiler Vogel. Was ist denn da los? Wer ist das? Das ist ein Mädchen, oder? Kann das sein? Gittler, kann das sein? Attackieren! Hier! Hitler! Oi! Ja, sorry, das war jetzt nicht so geplant. Hui! Achterbahn. Ja, Mädchen freut sich bestimmt. Was ist das für ein genialer Vogel? Ich habe mir gedacht, demnächst ein Tattoo dich schächen zu lassen. In einer Vogelform. Was das sein kann, dazu gleich. In den Wald, aha. Oh nein, das ist ja furchtbar. Sie ist in den Wald gestürzt. Wir müssen ihr helfen. Aber so völlig unausgerüstet ist es viel zu gefährlich für dich zu gehen. Gut, da muss ich erstmal das Ding da wegpacken. Hallo, zurück. Ja, habe ich den. Ich muss, glaube ich, erstmal zu Opa. Nicht den Opa, den Onkel. Nee, war das Onkel? Ich weiß es nicht. Einfach irgendein Typ, der mit der Schwertkunst irgendwas anfangen kann. Da gehe ich mal rüber. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich mir Tattoo stechen lassen wollte. Was das sein kann, ist eine gute Frage. Und zwar hatte ich an ein Pokémon gedacht, an ein ganz bestimmtes Vogel-Pokémon. Weil einfach das Farbspiel sieht einfach so krass aus. Und auch der Typ, ne? Das ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Typ, der Psycho? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, auch von Art, der Mystery Dungeon, fand ich ihn übertrieben geil. Und das war Xatu. Alter, was habe ich? Ich habe Mückenstiche auf dem Kopf. Und zwar Xatu, ja? Xatu sieht erstmal so voll krass aus. Warte, was ist das denn? Oh, Lobster, was hast du? Du bist ja blass. Ist etwas geschehen? Wie sieht der da? Der sieht aus wie dieser Hunde von Mulan, dem Disney-Film. Aber nur etwas dünner und mager. Was auch immer es ist, der besorgte Ausdruck in deinem Gesicht lässt nichts Gutes vermuten. Na, wie sieht's aus, Lapscher? Interessiert, die wahre Kunst des Schwertkampfs zu erlernen? Na und ab. Dafür brauche ich erstmal ein Schwert. Oh. Der hat aber schon ein kleines Bierbäuchchen, ne? Was jetzt? Schön, als erstes üben wir den Horizontalhieb. Drücke B und greif mich an. Okay, warte mal, B. Oh, falsch, drücke nur B. Hab ich doch. Greif mich so lange, bis ich sage, dass es reicht. Falsch, drücke... Was? Das war doch B! Ich drücke ganze Zeit nur B, Alter. Drücke nur B. Okay, 1. 2. 3. Okay, gut. Was ist das denn? Gut, als nächstes den Vertikalhieb. Drücke ZL. Wo ist das? Links, ne? Und mich als Ziel zu entfassen. Drücke danach B. Okay. Nur keine Scheu, gib mir alles, was du hast. Okay. Mama, 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 Mama. Okay, kann ich ganz sicher B drücken, was soll das Scheiß? Sehr schön, und jetzt der Ausfall. Drücke ZL, um mich als Ziel an zu erfassen. Bewege L um zu mir und drücke B. Gib alles, was du hast. Gut, da muss ich mich bewegen. Oh ja. Gut, ich will. Boah, das ist ja. Das sind geile Kombos hier. Das ist ja fast wie Mortal Kombat. Als nächstes die Wirbelattacke. Halte B für eine Weile gedrückt, sammle deine Kraft und lass los. Du kannst alternativ auch mit Hilfe von L eine Kreisbewegung ausführen und danach B drücken. Was, ich habe jetzt. Achso, ich habe. Ja, guck, jetzt mache ich auf einmal das andere und dann. Nee, komm, es gibt ja auch nichts. Schmackes! Oh! Sehr gut, mehr davon, mehr. Der ist voller Masochist hier, der mag es. Oh ja. Guck, ich treffe schon seinen Bauch. Die nächste Übung wird etwas schwieriger. Kommen wir nun zu einer Spezialattacke. Erfasse deinen Gegner mit Hilfe von ZL als Ziel und drücke A, sobald A erscheint. Okay. Das ist Ausweich oder wie? Jetzt baue ich auf den Tisch. Ausgezeichnet, erfasse mich noch einmal um Hilfe von ZL als Ziel und schlage zu, wenn A angezeigt wird. Ist das jetzt okay, wenn ich auf dem Tisch bin? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier los? Was war jetzt geplant?
und zu guter Letzt noch ein Sub-Sprungangriff. Zieh dein Schwert und visiere mich mit der Zielerfassung an und drücke A. Warte, was? Kann ich jetzt irgendwie... Was soll ich machen? Für den Sprungangriff musst du dein Schwert ziehen, mich mit Hilfe von ZL als Ziel erfassen und A drücken. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich will noch einen sehen. Da kommt noch ein. Oh, noch ein. Und. Okay. Das war schon sehr gut, Junge. Auf Japanisch. Burse. Burse. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Lapscha, nimm es an dich und führe es gut. Das mache ich, Onkel. Das mache ich, Onkel. Du hast das Heroinschwert empfangen. Schwinge es durch Drücke von B. Heroinschwert. Also Kinder können leicht falsch denken, ne? Mache es dir zur Aufgabe zu lernen, es perfekt zu beherrschen. Das mache ich. Schließlich willst du den alten Mann, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen, ne? Hey, der ist voll viel Humor drin, kann das sein? Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm seinen Aufgaben zu wachsen. Als treue Weggefährten begleiten sie sich auf ihrer Reise. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Lapscha. Das mache ich. Banzai. Und damit beenden wir auch den Part. Wir gucken erstmal, was hier drin ist. Nix. Alles kaputt machen, das Magdor liegt. Jawohl. Und im nächsten Part machen wir weiter. Wir gehen dann in den Wald und gucken, was da los ist. Bis dahin und tschüss, meine Freunde.